Die Scharia in deutschen Schulen. Ja, Sie haben richtig gehört. Das ist eine Schockstudie, die uns aufrüttelt. Eine Studie, die schlimme Zustände an Berliner Schulen offenlegt im Bezirk Neukölln. Islamistische Schüler, die dort ihre Klassenkameraden bedrohen, die ihre Regeln dort durchsetzen, auch gegenüber Lehrerinnen. Etwa wenn die Sommerkleider tragen statt Kopftuch. Schauen wir rein in diese Studie, in einige typische anonym gehaltene Zitate aus dieser Studie. Das hier, das berichtet zum Beispiel eine Lehrerin. Sie sagt, ich als türkische Frau kann im Sommer nicht mit einem kurzen Kleid auf der Straße laufen. Ich muss allen Ernstes darauf achten, was ich anziehe. Ja, oder eine Schulleiterin, die das hier erzählt. Sie sagt in dieser Studie, und dann will man Israel aus dem Atlas herausschneiden und übermalen. Das kommt immer mal wieder vor, sagt sie. An einer anderen Schule drohte der Sohn einer syrischen Flüchtlingsfamilie der Lehrerin. Also in der Schule haben sie das Sagen. Und ab dem Schultor habe ich das Sagen und meine Gang. Ja, oder eine Hortleiterin, die da in diesem Papier berichtet über Kinder. Nur Araber dürfen beim Fußball mitspielen. Das ist das, was man auch öfter auf der Straße hört hier in Berlin in den Bezirken. Was denkt man jetzt über diese Studie, wo sich das alles abspielen soll? Unser Kollege Hannes Rawick hat sich hier in Berlin am Kottbusser Tor und vor dem Rathaus Neukölln umgehört. Ich höre sowas an der Bushaltestelle meistens. Guck mal, wie die angezogen hat. Guck mal, wie sie mit dem Kopftuch so rumläuft wie eine Zigeunerin oder sowas. So sehr viele, die meinen halt, warum fastest du nicht? Wenn du, zum Beispiel, man hat ja private Gründe, zum Beispiel mal zuckerkrank oder so, Diabetes, man kann ja nicht immer dann fasten. Aber habe ich schon öfters in der Schule erlebt. Bei uns ist es nicht an der Schule. Also ist mir nicht bekannt, auch Mobbing allgemein ist nicht bei uns an der Schule bekannt. Meine Kinder ständig werden auch gemobbt, weil wir sind orthodox. Und die Muslime, die wollen halt eben für sich halt unter dem Bereich sein. Ich habe noch nie miterlebt, dass ein Schüler zu einer Schülerin oder ein Lehrer zu einem Schülerin gegangen ist und meint, sie Kopftuch an. Ja, also eine, aber die ist nicht in meiner Klasse und die wird immer von anderen auch gemobbt. Also sie wird halt ausgeschlossen, nur weil sie kein Kopftuch trägt und von anderen, die Kopftuch tragen und so. Das ist ja ihre Entscheidung auch. Naja, ich glaube mal, also jeder sollte den Glauben des anderen respektieren, so wie es in den Grundgesetzen auch drin steht. Ich bin selber auf einer Schule gegangen, wo wir 3, 4 Deutsche waren und das andere waren alle Nationalitäten. Wir wurden nicht gezwungen, Ramadan zu feiern, die wurden nicht gezwungen, Weihnachten zu feiern, obwohl sie ja Weihnachten feiern irgendwie. Aber ja, also bei mir war alles friedlich in der Schulzeit. Also irgendwann hoffe ich, dass es wieder so wird. Darüber wollen wir sprechen mit dem Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses von der FDP, ist uns zugeschaltet, Paul Friestorf. Grüß Sie herzlich. Ja. Hallo. Eine deutsche, jetzt sind wir da, ganz genau, Herr Friestorf. Wenn wir über eine deutsche Schule hier in Berlin sprechen, in diesem Fall im Bezirk Neukölln, an der eine Lehrerin angemacht wird, weil sie kein Kopftuch trägt, weiß das die Berliner Politik, dass es sowas gibt? Das Schlimme daran ist, dass die Berliner Politik das schon seit vielen Jahren weiß, dass es diese Zustände an Berliner Schulen gibt und dass wir zu wenig in den letzten Jahren dagegen getan haben. Schulen sollten Tempel der Bildung sein und nicht Tempel irgendeines Gottes. Und Mobbing und insbesondere religiöses Mobbing haben überhaupt keinen Platz an den Berliner Schulen. Da müsste konsequent dagegen vorgegangen werden. Das ist leider in den letzten Jahren nicht passiert. Das heißt ganz konkret, was wurde in den letzten Jahren gemacht, um aufzuklären, um religiösen Mobbing vorzubeugen? Und auch, was muss geschehen, wenn man da offenbar bisher keinen Schwerpunkt gesetzt hat? Ja, was geschehen muss, ist, dass wir konsequent jeden einzelnen Mobbingfall an den Berliner Schulen ahnden, dass dagegen vorgegangen wird, dass wir Aufklärungsarbeit leisten. Religion ist Privatsache und gehört auch ins Private und nicht in die Schule. Und hier muss ein grundsätzliches Verständnis an den Schulen erreicht werden, auch bei den Schülerinnen und Schülern. Es kann halt nicht sein, dass Kinder während des Ramadans zum Fasten gezwungen werden oder Mädchen gemobbt werden, weil sie kein Kopftuch tragen. Hier muss die Schule gleich bei den ersten Vorfällen einschreiten. Da muss mit Projektwochen gegengesteuert werden. Man muss aber auch darüber nachdenken, mit Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Schüler, die das Mobbing intensiv betreiben, vorzugehen und diese dann auch mal gegebenenfalls an eine andere Schule zu geben, um hier entschärfend einzugreifen.
Es war bisher zu wenig. Wir müssen da stärker handeln. Wir haben eine neue Bildungssenatorin, die aus einer Neuköllner Grundschule kommt, die die Probleme kennen müsste. Wir erwarten von ihr, dass sie hier jetzt konsequent auch gegen dieses religiöse Mobbing an den Schulen in Berlin vorgeht. Okay, disziplinarische Maßnahmen gegen die, die dann tatsächlich aktiv mobben. Aber das scheint ja eine ganze Kultur zu sein, die da in manchen Schulen, zumindest in manchen Klassen gelebt wird, wo Deutsche, wo unsere Grundwerte möglicherweise deutlich in der Minderzahl sind mittlerweile. Also da schafft man das nicht mit einzelnen disziplinarischen Maßnahmen. Was ist da die große Lösung? Was muss die neue Bürgermeisterin, Frau Giffey, da anpacken? Ich glaube, klar muss sein, dass das Fundament unseres Zusammenlebens das Grundgesetz ist und nicht die Bibel, nicht der Koran, sondern das Grundgesetz regelt unser Zusammenleben und ist ein tolerantes, demokratisches Grundgesetz. Und dieser Geist muss auch in den Schulen vorherrschen. Und das ist mir ziemlich egal, woher die Schülerinnen und Schüler kommen. Solange es eine Schule in Deutschland ist, gelten die Werte eben unseres Grundgesetzes und wir müssen die in den Schulen durchsetzen. Und wenn die Kultur in den Schulen abgedriftet ist, dann ist es auch ein Fehler der letzten Jahre, dass man das vielleicht auch aus falsch verstandener Toleranz hat gewähren lassen. Man muss gleich zu Beginn einer solchen Entwicklung gegenarbeiten. Das heißt, ich muss mit Projektwochen dagegen starten, ich muss Verständnis schaffen, ich muss diese Werte von Anfang an vermitteln. Das fängt in der Grundschule an, setzt sich in den Oberschulen fort. Das heißt aber auch, dass es zu spät ist, Herr Fresdorf, weil man eben nicht gleich am Anfang angefangen hat. Das heißt aber auch, dass es zu spät ist. Was jetzt? Ich denke nicht, dass es zu spät ist. Ich denke, man kann gegensteuern, aber es ist halt ein sehr intensiver Prozess, den man jetzt starten muss. Das wird nicht von heute auf morgen passieren können. Das muss eine Mischung sein aus diejenigen, die es treiben, muss sich auch mal aus der Gemeinschaft rausnehmen, woanders hinsetzen und muss die Schulgemeinschaft auf einen Weg mitnehmen und ihnen die Werte vermitteln, die uns alle doch eint. Und das ist das Entscheidende, dass wir es schaffen, dieses Demokratieverständnis, das Toleranzverständnis, welches wir in Deutschland und Berlin haben und die Grundlage unseres Zusammenlebens ist, dass wir dieses vermittelt bekommen an den Schulen. Und das ist eine große Aufgabe für die Lehrerinnen und Lehrer, weil es nämlich viel mehr von ihnen abverlangt, als einfach nur Inhalte in den Fächern zu vermitteln, sondern hier geht es um Werte, um ein Gemeinschaftsgefühl, dass die gesamte Schule jeweils gefragt, einen Geist zu schaffen, der das fördert. Aber das ist ja auch eine Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer, bei der sie irgendwie begleitet werden müssen. Das muss ja irgendwie auch mal umgesetzt werden. Wir müssen ja irgendwie auch mal anfangen, neu zu denken und zu sagen, vielleicht brauchen wir neue Schulfächer, die Toleranz lernen, die ein Miteinander lernen. Also wo es in der Schule nicht nur auf das ist die Bibel, das ist der Koran und so weiter und so fort, sondern wo wir eben genau das fördern. Aber diese konkreten Vorschläge, so scheint es mir, die kommen ja gar nicht aus der Politik. Ja, es ist ja eine Querschnittsaufgabe letztendlich, über die wir reden. Ich weiß gar nicht, ob wir zusätzliche Fächer brauchen. Wenn ich höre, dass wir im Erdkundeunterricht Fälle haben, wo Schülerinnen und Schüler sagen, wir müssen Israel von der Landkarte tilgen, dann muss ich da sofort gegenhalten und muss dann auch einen Exkurs machen zu dem Thema und das Thema aufarbeiten. Und das kann ich dann in anderen Fächern aufgreifen und fortsetzen. Ich glaube, dass uns zusätzliche Fächer da nicht unbedingt helfen werden, sondern es muss eigentlich in jedem Fach sich durchziehen wie ein roter Faden, dass unser demokratisches und tolerantes Verständnis in jeder Schule in Berlin zu gelten hat. Und da brauche ich nicht mehr Fächer, sondern ich brauche eine Haltung, die sich dem entgegenstellt. Also nach dem Corona-Check in der Schule zum Grundgesetz-Check. Danke an Paul Fresdorf aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.